So Leute, also heute werden wir dieses Kinderspielzeug, diese Kinderangel zu einer funktionierenden Angel umbauen und versuchen dann damit einen Fisch zu fangen. So, ich habe hier schon mal eine Schraubenzieher rausgesucht und werde jetzt gucken. Jo, funktioniert. Also eine Schraube, die legen wir hier erstmal nach oben. So, dann schneiden wir erstmal hier die Schnur ab. So, das Ding brauchen wir eigentlich nicht mehr. So, das Gehäuse ist jetzt geöffnet. So, schön aufpassen. Das gelbe Ding. So, dann haben wir hier die Schnur auf dieser Spule. Die werde ich jetzt so abwickeln. So. Die ist also da drinnen verknotet. So, ich mache mir das jetzt besonders einfach, weil ich da jetzt nicht viel rumfummeln will. Ich werde jetzt hier Schnur durchschneiden, lasse das Stück dran, binde mir nun aus diesem Stückchen eine Schlaufe. So, jetzt haben wir hier eine Schlaufe drin. Dann stecken wir hier eine Ködernadel durch, hängen das hier ein, machen den Clip zu und ziehen das dann mit der Ködernadel nach draußen. So. Setzen die Spule drauf. So. Dann habe ich hier eine Schnur 20, also von Westline 0,2 mm, 500 Meter. So. Dann rollen wir die erstmal ab, Stück, und fädeln die hier oben durch. So. Den ersten Ring und durch den zweiten. So, dann haben wir hier unten unsere Schlaufe. Da machen wir es jetzt ganz einfach. Einmal durch die Schlaufe durchfädeln. Und dann ganz normal einen Angelknoten machen. Passt. Hier so. Ein paar Mal rumwickeln. Und dann wieder zurück durch die Schlaufe. Und festziehen. So, das übrig gebliebene Ende können wir abschneiden. Wenn ihr da habt, könnt ihr das mit einem Feuerzeug hier kurz andenken. So. Also wir haben jetzt hier die Schnur durch. Jetzt fange ich langsam an zu kurbeln. Achso, ja. So, ich schraube natürlich vorher. Habe ich jetzt vergessen. Das Blättchen. Und die Schraube. Ja. Unserem Multifunktionswerkzeug schauen wir das wieder zu.
Jetzt ist so, und jetzt kann man hier die Schnur raufkurbeln. Die Schnur durchgefädelt, Schnur auf der Rolle. So, jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir zum Montieren der Pose. Dafür nehmen wir hier diese Posenstopper. Eins, zwei. Zwei von diesen schwarzen Posenstoppern auf die Schnur ziehen. Dann nehmen wir uns einen Wirbel. Wir auf die Schnur schön gucken, dass der Wirbel hier nicht rüberrutscht. Wir sehen, das tut er in diesem Fall. Heißt, wir nehmen uns eine Zange, nehmen uns den Wirbel und drücken hier das Ohr ein Stück zu. Und schon rutscht der Wirbel da nicht mehr über die Stopper. So, dann haben wir hier den zweiten Stopper drauf. Eins und zwei. So, jetzt haben wir hier zwei Stopper, einen Wirbel und wieder zwei Stopper. In den Wirbel können wir jetzt unsere Pose einhängen. In diesem Fall ist sie von DAM mit 3,5 Gramm Tragkraft. So. Jetzt ziehen wir ein bisschen Schnur von der Rolle. Dann kommt hier eine Perle auf die Schnur. Die ist dafür da, dass der Knoten, den wir jetzt für den für diesen Wirbel machen, dass dieser Knoten geschützt ist. Zack. Und ihr macht wie immer den typischen Anglerknoten, ein paar Mal rum und durch die Schlaufe. Am besten ist, bevor ihr den Knoten komplett zusammenzieht, ihr befeuchtet ihn und dann zieht ihr ihn zusammen. So. Das übrig gebliebene Ende ist ein kleiner Tipp von mir, am besten mit dem Feuerzeug kurz erhitzen. Dass, wenn sich das hier noch irgendwie fester zieht, ist die Stelle hier vorne ein bisschen dicker.
Na, es fokussiert nicht richtig. Ich hoffe, man sieht. Vorne ist die Stelle ein bisschen dicker. Und ja, das hält dann die Schnur da ein bisschen auf. So, dann kommen wir zum Vorfach. Ich habe jetzt hier ein 1,20 Meter langes Forellenvorfach. So, das ziehen wir ein Stück ab. Wir brauchen nicht viel, also ich werde das hier noch kürzen. So. So, zack. Dann mache ich hier bei so circa 30 cm Schnitt. So, dann haben wir hier ein 30 cm langes Vorfach. Da machen wir wieder eine Schlaufe rein. So, zack. Zack. Na, zack durch. Nochmal. Und nochmal. Könnt ihr festziehen. Bisschen befeuchten. Dann könnt ihr es komplett festziehen. Hier oben dieser kleine Schnipsel am Vorfach, der ist jetzt nicht schlimm. Der kann da auch so bleiben. So, dann hängen wir unser 30 cm langes Vorfach hier in den Karabiner ein. Karabiner auf, Vorfach rein. Die Schlaufe ist extra groß gewählt vom Vorfach. Dann lässt sich nämlich das hier auch leichter befestigen. So, dann haben wir hier nochmal im Detail. Wir haben unsere Pose mit den Stoppern. Wir haben unsere Perle und einen Wirbel. Und wir haben unser Vorfach. Ich glaube, das ist jetzt ein 12er Haken fürs Forellenseeangeln. So. Jetzt fehlt natürlich noch Blei. Pose hat 3,5 Gramm. Blei ist ein bisschen ungeordnet. So, werde mir jetzt hier erstmal wahllos welche rausnehmen. Denn endgültig bebleien tue ich, wenn ich am Wasser bin und den Köder in der Rute habe. Zack. Zu. Ich mache so. Ein bisschen mit der Zange nach. Und dann noch eins. Das dürfte genügen. Das sind jetzt vier Bleie auf dem Vorfach.